Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, der neue Tag ist da, meine lieben Freunde. Wir sind jetzt endlich im Frühling angefangen. Wir können jetzt anfangen mit der Feldarbeit und ja, oder noch nicht ganz, wir können noch nicht ansehen, aber wir können schon mal ein bisschen arbeiten. Das werden wir jetzt tun. Ganz kurz außerhalb des RPs. Ja, ich sollte eigentlich Stein abholen. Geht momentan nicht. Technische Gründe. Wir werden aber bald damit anfangen. So. Braucht ihr nicht auch bei der Feldarbeit? Oder was soll ich machen? Ich weiß es jetzt gerade selber nicht. Ich habe mir jetzt gerade erstmal hinten die Scheibenegge hier geschnappt oder was auch immer das ist. Müsste ja eigentlich, glaube ich, viel gedüngt und gepflügt und gekalkt werden. Das muss ich werde jetzt fertig gemacht werden. Ich werde jetzt erstmal die 3 und die 4 grubbern. Dann ist das schon nämlich schon einmal gedüngt, weil da ist ja die Ölsfrucht drauf hier, Ölrettich. Dann ist das schon mal fertig. Die anderen Felder müsst ihr mal eben gucken, ich weiß es gerade so nicht. Der Gustav düngt, oder? Nee, warte mal. Ja, ich hier ist ja schon Hafer drauf angesät worden. Auf der 3. Ja, warum? Macht doch keinen Sinn. Was ist denn? Haben wir das gemacht? Nee, nicht. Also ich fange nicht. Und auf der 4 ist auch Hafer drauf. Ja. Ja. Aber die sind schon im Wachstum, oder? Ja, die sind schon im Wachstum, ja. Heißt, die sind insoweit schon erledigt. 3 und 4 sind erledigt. Eigentlich müssen die gepflügt werden, sind sie aber nicht. Die 5 ist Raps drauf. Das wäre auch schon fertig. Die 7 ist auch gepflanzt. Da ist auch Raps drauf. Das hatte ich angesät. Auf der 7. Auf der 7, ja, ist Raps drauf. Und auf der 5. Hm? Auf der 6 ist. Hopfen, finde ich wieder, nee. Ja, Chef? Abgeerntet, hier ist nichts drauf. Chef? Ja. Die 6 muss gepflügt werden, das hat mir Moore gesagt gehabt. Das ging aber leider halt noch nicht, weil noch Winter war. Ja. Ja, die 6 muss auf jeden Fall gepflügt werden, ja. Dann fahre ich mal runter zu der BGA, da die Felder und, oder kann man eben über das Ding hier gucken und guck mal, was wir da machen. So, die 12 müsste auch gepflügt werden. Ja, müssen einige Felder gepflügt werden bei der BGA. Ich setze mich da dann gleich dran. Gehört die 9 auch uns? Ja. Felder. Ah, die muss auch gepflügt werden. Ah, hier steht ja, schon. Die 3 und die 4, da hat jemand Hafer angesät, Status angesät, Zwischenfrucht, Ölrettich. Da hat schon jemand einfach drüber gemacht. Ja gut, macht nichts. Die 3 hätte eigentlich gepflügt werden müssen. Gut, müssen wir später machen. Auf der 7 und auf der 5 sind Raps, das ist richtig. 6 abgeerntet, Zwischenfrucht, Ölrettich. Ja, die muss auf jeden Fall gepflügt werden, die 6. So, die 9, ja, die 9 ist unser. Was ist denn da drauf? Da sind Kartoffeln drauf, die müssen aber weggegrubbert und weggepflügt werden, die sind verdorrt. Die sind verdorrt, ja, dann fahre ich da mal hin und fange mit der 9 an. Ich möchte dieses Jahr, ehrlich gesagt, ein bisschen Mais ansehen. Ich möchte Häckselgut herstellen für die BGA. Ja. Und ein paar Wiesen mit Gras auf jeden Fall. Genau, wir haben jetzt an der BGA derzeit 3 Wiesen, ne 4 Wiesen, die sind Dauergrünland, die bleiben auch Dauergrünland. Ja. Welche? Die 103, 104, 105, 100 und die 113. 100 und die 113? Ja. Also sogar 5 Stück. Das ist Dauergrünland. Ich hatte auch schon mit dem Bürgermeister gesprochen, die bleiben auch definitiv Dauergrünland. Okay. Da müssen wir nichts verändern.
Gut. Die Dann markiere hätte. ich mal auf dem Ding in Gelb. Dann wissen wir, dass die immer, das sind die, die immer diese bleiben. Also, wollen, Genau. dann reicht das doch eigentlich an Wiesen, oder? Wenn wir Ja. die. Wir sollten vielleicht auch nicht so viele Wiesen machen, weil wir kamen in den letzten Jahren nie so richtig hinterher. Und wenn wir die anderen dann jetzt mit Mais machen und dann Ja. machen. Anderen 100er mit Mais. Und dann würde ich sagen, die Felder, die wir jetzt im Frühjahr mit Mais ansehen, dass wir die, wenn wir die runtergehäckselt haben, dass wir danach direkt Winterroggen oder Weizen draufknallen. Ja, können wir machen. Dann hätten wir nämlich mehr was davon und dann könnten wir, ja, dann Öl, dann wenn wir das abgeerntet haben im Winter. Ölrettich drauf und weg. So, was haben wir denn hier? Das wäre das Feld 115. 115 Mais, ja. Gut, dann fange ich hier schon mal mit an. Was wollt ihr auf der 12, 13? Willst du da auch Mais drauf machen? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Felder mit Mais. Ne, ich würde da Könntest du auch. noch zwei mehr machen? Ja, würde ich Oder machen wir machen. 11 Felder mit Warte Mais? mal, die 12 und die 13 sagtest du, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall, da machen wir Mais drauf, ja. Okay, dann haben wir 11 Felder mit Mais. Ja, das reicht ja auch noch. Dann kommt noch der Adler mit seinen Dingen dazu. Ich glaube, damit kriegen wir die BGA gut am Laufen. Ja. Jeff, ich Was bin ist noch mit mal der kurz weg. Ich muss 11? noch mal kurz telefonieren. Die 11 Ja. gehört uns auch. Die 11 gehört uns auch, ja. Da machen wir auch Mais drauf. Dann haben wir 12 Maisfelder. Ich habe jetzt auch schon dazu eingetragen. Nein, nein, Also nein, warte, nein, ja. nein, nein. Pass auf. Ich brauche noch ein paar Felder mit Hopfen. Hopfen. Dann machen wir die 11 Hopfen. Ja. Die 6 Hopfen. Ja, sechs auch Hopfen, ja. Dann haben wir zwei Felder Hopfen, reicht dir das? Oder die neun Ja, Felder hätten wir das. auch noch. Die neun hätten wir auch noch. Die neun hätten wir auch noch. Zwei Felder Hafer haben wir für deine Pferde. Wir haben Raps Genau. angesät, das will ich nachher beim Landhandel verkaufen für deren Diesel. Dann haben wir die 6 und die 7. Haben wir 6 haben wir Hopfen, 7 haben wir auch noch Raps. Ja, gut. Gut, ja, 6 Hopfen. Was? 8 gehört nicht uns. Was haben wir auf der 5 drauf? Raps auch, okay. Raps, genau. 8 gehört auch nicht uns. Dann machen wir die 11 auf jeden Fall Hopfen, ja. 6 Ja. Hopfen und die 9 wird jetzt noch überbleiben, ne? Ja, genau, dann mache ich die auch mit Hopfen. Ja, machen wir auch mit Hopfen. Und auf den Maisfeldern haben wir jeweils danach, dann habe ich schon eingetragen, Weizen oder Roggen. Ja. Das ist schon mal ein Feststeck. Okay. Ja, genau so machen wir das. Muss ich mal eben was schauen, bevor ich jetzt einfach sage, dass das klappt. Warte mal eben. Wenn wir da Mais drauf ansehen, das können wir im Frühjahr und ist dann im Herbst erntereif. Wenn wir dann Weizen nehmen, das können wir im, ja, Gerste auch und Hafer auch. Das können wir bis zum ersten Wintertag ansehen und dann. Ach, warte mal, wir machen gerade Mist. Wir können zwar Weizen ansehen. Moment. Hallo? Ah, der Freezy bei hier. Guten Tag, aber ja. Ich habe jetzt gerade mit den Herren oben gesprochen. Ja. Also sie haben zugegeben, dass sie das Fahrzeug ihm praktisch weggenommen haben. Ich habe sie jetzt angewiesen, dass solange sie keine Fahrzeuge verkauft haben, eh keine neuen haben dürfen. Sprich auch der neue Trecker, der da oben steht, der jetzt gleich zu ihnen kommt, weil der Herr Manus wollte den gleich zulassen. Da habe ich gesagt, es ist nicht möglich, solange sie noch Fahrzeuge haben. Ja. Da mich mal bitte informieren, sobald sie was verkauft haben, damit wir das abgleichen können mit unseren Unterlagen. Ja. Und ich werde jetzt den Herrn Schlag anweisen, das Ding zu verkaufen, den Dolly. Sobald sie was verkauft haben, können sie das neu über einen Händler kaufen, ja? Ja, aber dann muss ich ja nichts mehr bezahlen, oder? Sie kriegen ja jetzt ja Geld von dem Dolly, wenn er verkauft wird, und dann müssen sie ja den Dolly wieder kaufen. Ja gut, alles klar, machen wir so. Ne? Alles Ja. klar. Alles klar, Herr Bayer. Gut, Ach, Herr danke. Bayer, wo ich Sie gerade hier am Ja. Telefon habe. Wir wollen Hopfen ansehen. Ja. Brauchen Sie da was? Ja, bitte. Gut, dann habe ich nachher für Sie drei Felder mit Hopfen. Sehr gut.
Jo, alles klar. Das war's, Dankeschön. Jo, bitte, tschüss. Ciao. Chef? Ja. Der Landtunnel ist ja in voller Besetzung angekommen. Ich komm. Ich komm. Das klappt nicht mit dem Winterreif, Weizen auf dem nachher auf den Maisfeldern. Ja, was machen wir dann? Ja, das Sollen weiß wir ich dann jetzt überhaupt? gerade nicht. Oder sollen wir dann einfach wieder Ölrettich draufklatschen? Ja, dann müssen wir nachher in der nächsten, wo wir dann Hafer drauf haben oder was, da mal irgendwas anderes drauf machen. Weil Mais können wir nur einmal im Jahr ansehen und das ist im Frühjahr. Und Hafermehl, er Mais, wäre ne? dann reif, wo wir den anderen ansehen können. Also den Weizen und Gerste und sowas. Aber ja, danach wieder könnten wir kein Mais drauf machen. Das heißt, wir müssten dann ein Jahr wieder warten, bis wir Mais drauf sehen könnten. Okay. Chef, Ja. wie wäre es denn, wenn wir den Mais drauf machen, so wie geplant, Ja. den runterholen, Wintergerste drauf machen, dass wir im Frühjahr ernten können? Da geht ja Dann nicht. würde das Feld. Warum nicht? Das war ja auch meine Idee. So habe ich ja zuerst gedacht. Ja, und dann würde das Feld halt quasi über den Sommer brach liegen und im Winter würden wir dann wieder Mais ansehen. Ja, geht Im ja nicht. Herbst. Geht nicht? Mais. Nee. Wir können Mais nur ansehen bis zur ersten Sommertag. Und dann wäre die Ernte. Mist. Die Ernte wäre dann, ja, spätestens dritter oder erster Wintertag vom Mais. Wenn wir Weizen, können wir nur die ersten drei Frühjahrstage ansehen und natürlich dann der dritte Sommertag und dann den ganzen Herbst bis zum ersten Wintertag. Aber es wäre erst erntereif im zweiten Sommertag bis zum zweiten Herbsttag. Das heißt, wir könnten dazwischen nichts ansehen. Da müssten wir, ja, Mais abernten, Ölrettich drauf und nachher untergrubbern. Das wäre wahrscheinlich das Beste, ja. Chef, ich habe die Hühnchen in den Hühnerstall wieder eingesperrt. Ja, alles klar. Gut, ich bin gleich wieder da. Hallo. Ja, was guckst du denn? Hallo. Hallo. Ich musste hier Hier, was guck mal. Planmäßiges machen. Sind die Hühner doch wieder ausgebrochen? Das wäre natürlich das optimale Ding dafür. Das Problem ist nur, dass ich mir keine Fahrzeuge mehr zulassen darf. Ja, du So, musst hier, guck mal, einhergehen. Hinterradlenkung. Du wolltest was Wendiges. Hinterradlenkung. Also wenn das nichts Finden. ist, Fritze, Hinterrad ist guck dir das Also, an. es ist Was wirklich ist? geil. Hier. Fritze, wenn wir den Klaas dafür verkaufen würden, der wäre der hier eh der nur am Hof, der Ja, das erklären Hinsel. wir meiner Frau. Ja, wer hat denn die Hosen Der an? Du oder hat ja sie? trotzdem eine schöne Farbe. Der ist in Deutschgrün, nur zur Info. Ich Alles, also alles daran ist ein Deutschgrün. ich finde ihn geil. Ich würde ihn sofort nehmen, ohne Witz. Ich darf aber nicht. Ja, dann verstehe ich nicht, warum du uns anrufst. Ist das irgend so eine ABM oder sowas? Keine Ahnung. Ich bin davon ausgegangen, dass die BGA und mein Hof separat zählen. Tun sie aber nicht. Die zählen zusammen und ich darf auch den Dolly nicht haben, weil ich schon zu viele Maschinen habe. Aber ich weiß nicht, wie ich das stemmen soll mit Hofmaschinen und BGA-Maschinen alles gleichzeitig. Keine Ahnung. So, Ich was haben wir denn hier? muss das erst abklären. Jupp, du sollst dich schon wieder die Hühner ärgern. Ist der Hühnerflüsterer. Ja, mit den Haaren denn wieder. Pass Ja, bloß auf den Hahn auf. Der hat letztens den Gustav durch den Hof gejagt. ich guck mich an. Gustav, eines Morgens bin ich aufgewacht. So, ja, mit deinen Maschinen hier, ja, ich weiß auch nicht. Du müsstest dir halt mal wirklich überlegen, ob du alles brauchst und nicht irgendwas vielleicht ausleihen könntest. Ich meine, bei uns könntest du es ja easy ausleihen. Was bietet ihr denn alles an? Ja, Alles. ich weiß davon überhaupt nichts. Ich habe das nur letztens durch dein Telefonat mitbekommen und wusste gar Naja, nicht, dass ihr da Verleih macht. das ist auch noch nicht so verbreitet. Okay. Da kommt noch mal eine richtige Info, wenn das zu 100% durch ist. Also es ist so, dass wir. Wo ist er denn hin? Was steht da hinten, Chef? Also es ist so, dass wir Ach, Lord. quasi Erntearbeiten gehen über den Herrn Adler und über den Herrn Bär. Ja. Und erst wenn die ausgelastet sind, dann kommen wir. Okay. Ja? Ansonsten machen wir alles. Ansonsten machen wir alles.
Warte mal, ich will mal noch kurz hier rüber gucken. Darf ich mal hier drüben noch reingucken? Ja, klar, darfst du, ja. Aber Fritzl, brauchst denn du auch die ganzen Großtraktoren? Ja, leider ja. Für was denn? Ja, für Feldarbeiten und für die BGA. Ja, bei der BGA ist zum Beispiel ein 7er, wäre zum Beispiel komplett den ganzen Tag im Betrieb da. Ja. Ja. Und warum machst du es dann nicht so, wenn du jetzt zum Beispiel von den Zugmaschinen dir ein, zwei trennst oder eine und den Rest mit ausleihen oder halt über Maschinenring? Bitte? Ja. Die Kosten ja schon effektiv. Du kannst ja den Sattel. Ach so, du hast einen LKW. Ja. So. Ich hatte schon überlegt, das Kotte Garant abzugeben. Aber da müsste ich jedes Mal einen holen, der 10 Meter von der von meinen Gärrestenlager in die Dinge so reinfährt, ne? Ja. Aber warte mal, du hast 3 Deutz und ein Glas. Das meine ich ja, da kann man sich doch irgendwo trennen. Ich habe 3 Deutz und ein Glas, ja. Ja, der Glas, der ist eigentlich für die Liv, für die Pferde da hinten die ganze Zeit. Ja, was machst du mit dem? Ja, Pferdestall sauber und sowas alles, ne? Ja, da kannst du doch dann aber bestimmt auch den Kleinen hier nehmen, oder nicht? Welchen Kleinen? Den ihr mir da gibt, oder was? Ja, zum Beispiel. Das meinte ich ja, Chef. Das wäre eine Idee, ja. Dann könntest du zum Beispiel sogar noch einen von den großen Zugmaschinen weggeben und könntest du, wenn du einen brauchst, dann forderst du da an beim Chef hier. Rufst du an, wird angefordert, fertig ist. Kannst du sogar mal klicken. Wie viele Leute seid ihr jetzt hier am Hof? Kannst du eine neue Maschine anfordern? Momentan 3. Also mit den Praktikanten werden wir 5. Aber davon wird uns einer verlassen. Also 4. Fimi, wird mit denen, wer ist Praktikant? Der Gustav und der Jimmy hier. Ach so, und dann Mo, Liv und du. Ja. Ja gut, den Bentley hast du ja auch noch. Ha. Oh ja. Ja, nee, musst du wissen, also um Gottes Willen, das sind deine Geschäfte. Denken wir uns nicht rein, du musst uns jetzt nur sagen, was da hinten mit dem Traktor ist. Lass ihn da erstmal stehen. Ich rufe jetzt den Bayer an. Ja, ich weiß, hat der Bayer mir schon gesagt. Ich rufe jetzt die Liv an, frag wegen den Klaas, weil das ist ihr Traktor, kann ich nicht einfach sagen, ja, verkaufen wir. Den hat sie mitgebracht halt. Und dann verkaufen wir den Klaas, wenn sie damit einverstanden ist, und nehmen das da. Das ist einfach besser. Der würde auch beim Pferdestall besser reinpassen. Dann braucht sie nicht so den dicken Klaas-Timer nehmen. Vor allen Dingen, er ist wendiger. Ja, und das auch, ja. Für den Schweinestall wäre der auch besser. Würde ich auch sagen, ja. Lass den erstmal da stehen. Ich rufe jetzt sofort den Bayer an und kläre das eben ab. Also du hast ja drei Konsolen stehen. Na, davon geht gleich eine weg. Aber nur zur Info, wenn du den nimmst, dann sag uns bitte nochmal Bescheid, weil dann müsstest du noch eine Kleinigkeit an Landhandel überweisen. Ja, klar. Steuern alles. Ja, machen wir. Okay? Ich rufe den Bayer jetzt sofort an. Okay, perfekt, so machen wir es. Alles klar. Gut, bis dann. Bis sag dann. Bescheid. Jo. Ciao. Ja. Hast du denen im Landhandel gesagt? Weil ich habe das Gespräch ja gerade mitbekommen, dass der eine große 9er Deutz von der Stadt nur geliehen ist. Der ist von der Stadt geliehen. Ja, den muss ich nicht angeben, weil geliehene Sachen da. Ja, wobei. Die müssen nicht immer alles wissen. Lass die ruhig so dumm sein wie möglich. Ja, okay. Alles klar. Hallo? Herr Freezy, Sie haben einen Anruf gebeten. Ja, guten Tag, Herr Bayer. Ganz kurz: Der Landhandel hat mir gerade einen neuen Traktor hier hingebracht. Sie haben zwar gerade gesagt, ich darf nicht, ich muss jetzt gleich mal ganz kurz mit der Liv sprechen, wahrscheinlich wenn wir den Klaas oder einen 7er Deutz abgeben, weil der neue, der wäre auch einfach besser, auch für den Schweinestall und sowas, wir haben hier einen Lintrack. Ich glaube, das wäre einfach besser. Ich muss das nur eben kurz abklären, welchen wir los abgeben und dann gehe ich einen verkaufen. Ja, genau, dann klären Sie es ab und sagen mir Bescheid, ne? Ja, der bleibt da stehen, der wird auch nicht benutzt. Ja, Sie dürfen ihn ja auch nicht benutzen, wenn Sie ihn benutzen, ne? Der Verstoß Zulassungsrecht. Genau, deswegen. Alles klar. Jo. Dann sagen Sie mir einfach Bescheid, ne? Mach ich sofort. Okay, bis dann. Alles klar, Herr Bayer. Tschüss. Tschüss. Moin. Moin. Herr Freezy, die Container kommen noch weg, ja? Das bleibt alles beim Alten. Das bleibt alles beim Alten, das kommt weg, ja? Kann ich wegreisen? Können Sie wegreisen? Gut, das war schon, ich leg da mal los. Jo, alles klar. Bis dann. Bis dann.
Liv? Ja, Liv, der kann, könnte der Klaas weg oder sollen wir einen 7er Deutz wegmachen? Ich wäre eigentlich dafür, fast einen 7er Deutz wegzugeben. Das schmerzt mir zwar im Herzen, aber dann wäre auch ein bisschen. Das macht da keinen Sinn, wenn der Klaas keinen Sinn hat, weil ich glaube, der hat keinen Frontlader, glaube ich. Der hat doch, du musst einen Frontlader haben. Also, wir haben hier extra eine Konsole für dich am. Achso, am Hof stehen. Also wir müssen mal gucken, was sich PS-zahlmäßig mehr lohnt, auch für Feldarbeit halt dann. Ja, also die 7er Deutz haben das Fritzel-Update. Das Freezy-Update. Ja, dann macht es halt mehr Sinn, den Klaas wegzuhauen und ich kann für den Stall dann ja auch, also für die Pferde, für den Hänger und so den Lind nehmen. Genau, oder? Ja, ja. Hat er nicht so viel PS, aber ich glaube, der Hänger braucht ja doch nicht so viel. Moment, warte kurz. Also du müsstest damit eigentlich alles schaffen. Ja. Ja. Okay, nur wenn es für dich okay ist. Ich bin auch voll bereit, einen 7er Deutz wegzugeben. Nee, macht ja keinen Sinn für die Feldarbeit, weil der zieht ja dann nichts. Der Klaas. Nicht ja. So viel zumindest. Ja, dann verkauf den Klaas. Gut, dann verkaufe ich den Klaas, alles klar. Ja, kannst du abholen. Aber dann mit Frontladern, so weiß brauchen wir dann nicht, oder? Also nee, dann, wenn er das... alles vom Klaas hat. Ja. Chef, haben wir zufällig ein Gewicht? Ja, irgendwo am Hof. Jimmy? Ja? Der darf nicht benutzt werden. Oh. Der ist noch nicht zugelassen. Mach erstmal weiter. Ich gehe jetzt schnell zum Hof und mach alles fertig. Also soll ich jetzt doch weiter benutzen? Ja, ja, mach einfach. Aber pass auf, dass der Bayer dich nicht sieht. Wenn doch, kann ich ja Männchen machen. Ja. Wenn du willst. Liv, soll der Pferdeanhänger auch weg? Nein, Gott, um Gottes Willen, bloß nicht. Alles klar, ich verkauf den schnell, bevor wir Ärger kriegen. Jo, nicht Klaas. Ich habe geblinkt, ich hatte Warnblinklicht an und ich fahre nur 23 km/h. Der kann mir gar nichts. So. Jetzt verkaufen wir den Klaas mit den ganzen Frontladergedöns alles. Dann nehmen wir den Lindtruck dafür rein. Und dann passt das. Aber dann muss ich auf jeden Fall mal reden. Wir müssen wegen der BGA auch noch was anderes. Oh, ich bin über meinen Webergrill gefahren. Ja, klasse. Hallo? Hallo, Graf Sachsen hier. Ja, guten Tag, Herr Graf Sachsen, wie geht's Ihnen? Gut, hat alles gestern Abend noch geklappt? Ja, hat alles soweit geklappt. Gut, dann können die Bauarbeiter jetzt anfangen, ne? Ja, genau. Gut. Alles klar, Herr Graf Sachsen, wir hören uns. Tschüss. So, meine lieben Freunde, damit sind wir aber auch am Ende unserer Folge angekommen. Wenn es euch gefallen hat, das Like nicht vergessen. Schaut auf jeden Fall zur nächsten Folge vorbei und wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein!